Ja, werter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt höre ich das ja zum 7. Mal, dieses Gesetz, glaube ich, und zum 7. Mal einen Unsinn, deswegen dann nicht besser. Ganz einfach, es ist immer noch ein Lohndumping-Gesetz, dass ihr das nicht verstehen wollt. Wenn ich drei Anbieter habe und einer zahlt Tariflohn und der zweite zahlt 1 Euro mehr und der dritte zahlt 2 Euro mehr die Stunde, dann kriegt es der Billigste. Denn ihr Skinner verhindert einfach den Wohlstand der Leute, die arbeiten wollen, und haltet die Löhne unten, damit die Unternehmer überhaupt die Aufträge kriegen. Aber jetzt das Schönste ist, die wollen die gar nicht haben. Die setzen sich sonntags nichts mehr hin und machen an Ausschreibungen Teilnahme. Nichts da. Warum sollen sie es tun? Bei mir draußen in meinem Wohngebiet gibt es jede Menge Handwerker, Elektriker, Dachdecker, Spengler, alles gibt es da draußen. Die sagen als erstes, wenn jemand anruft, wo wohnst du? Und wenn da einer sagt, dass er im anderen Stadtteil wohnt, dann kommt die nächste Frage, hast du einen Parkplatz vor der Tür? Nein, komme ich nicht. Und glaubt mir, die fahren gar nicht mehr in die Stadt rein, die müssten ja bescheuert sein, wenn die in der Stadt auch damit rechnen müssen, dass sie irgendwo verbotenerweise parken müssen. Das ist Unsinn. Wir machen immer mehr Bürokratie statt weniger. Letzte Woche 20 neue Paragraphen von den Grünen fürs Vergabegesetz. Das ist nicht mehr Bürokratie. Das sind nur ein paar Häkchen mehr, die am Sonntag dann gemacht werden. Ich empfehle schon heute Handwerkern, die sich selbstständig machen wollen, am besten, wenn ihr anfangt, haltet gar keine Vorschriften ein, weil wenn ihr versucht, welche einzuhalten und glaubt, ihr habt 100% eingehalten, habt ihr immer noch 50% vergessen und dann seid ihr genauso beschissen dran wie vorher. Das ist einfach Unsinn. Wir müssen doch die Leute frei laufen lassen. Lassen wir die Leute arbeiten und machen. Die Kommunen kommen immer unter Druck, weil es heißt eigentlich, sie sollen den Wirtschaftlichsten nehmen. Was passiert? Jeder nimmt den Billigsten, weil er sich niemals den Vorwurf aussetzen will, dass er einen bevorzugt hat. Es wird immer der Billigste genommen. Und wenn er noch so schlecht ist, Hauptsache er ist billig. In Bamberg ist gerade eine Schule fertig geworden. Die muss innen gestrichen werden, sonst kann sie nicht bezogen werden. Es findet sich kein Maler. Es findet sich kein Maler, der die Schule innen malert. Selbst auf Anruf nicht. Mann, da geht ihr doch hin und macht das, wenn ihr es so gut könnt. Ihr habt keine Ahnung von Arbeit, was richtig harte Arbeit ist. Geht mal mit zu meinen Handwerkern draußen, die werden euch was erzählen. Ihr seid richtige Schreibtischtäter und das kann ich nicht leiden. Ich komme aus der Praxis. Ich komme aus der Praxis. Mit mir könnt ihr drüber reden. Ihr könnt auch mitgehen in meinen Betrieb und könnt euch das mal anschauen, was richtige Arbeit ist. Und das will ich auch in Zukunft, dass die Leute wirklich wieder Geld verdienen mit ihrer Arbeit und nicht im Dumping sich verlieren, damit sie unten bleiben müssen mit dem Tarif. Das kann nicht so gehen. Wir lehnen ab. Danke.